willkommen zu einer weiteren Folge von der Hofnormann mit der Asta, dem Toledo, dem Paul, dem Florian und dem Florian. Wunderschön. Hi. Mahlzeit. Ah, was Hallo. War das denn für ein Hi? Ganz knicklig. Ganz ja, nennen wir das einfach mal schüchtern. Paul ist schüchtern. Mm. Bis wieder irgendwas nicht passt und dann ist hier aber Eskalation Deluxe drin. Eskalationa. Genau. Paula Eskalationa. Paul hat aus Versehen kein Wasser, sondern Baldrian getrunken. Was das würde einiges erklären, ja. Das hält aber nur so lange, bis wieder irgendwas nicht funktioniert und dann wird geflucht, bis der Arzt kommt. Irgend so eine Tanne ihm wieder vor die Karre springt, irgend so einen Kombifahrer von links ihm weghaut oder so eine Ente plötzlich bremst. Ja, ja, man kennt's. Oh. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Ich auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein. Wenn hier steht, bloß geflickt werden, beiden Weinreben, dann hau ich einen tiefen Lockerer und. Unbedingt. Unbedingt. Okay. Vorne und hinten aber, ne? Was vorne und hinten? Naja, wir haben ja den tiefen Lockerer und den Mulcher. Machst du vorne. Achso, das meinst du? Achso, ja. Ich habe jetzt auch an was anderes gedacht. Machst du vorne den Mulcher und hinten den tiefen Lockerer und fährst einmal durch und hast beides erledigt. Genau, ja, der Toledo hat's verstanden. Der ist nämlich schon was älter als ihr Kleinen. Ja, da ist es. Der Baldrian hat schon direkt seine Wirkung verloren. Haben wir da noch was anderes zu tun? Ihr könnt das zu zweit machen, Astra, wenn du möchtest. Schnapp dir den tiefen Lockerer. Wir haben zwei Händchen halten dabei, oder? Nee, wir haben zwei Geräte. Also das ganze Material doppelt. Du kannst mehr von Schuss. Okay. Hier meinst du den armen Kleinen, der diese Eierpaletten hinten drauf hat? Ja. Honiggläser, Entschuldigung. Ja, der hängt so ein bisschen in der Luft rum, ne? Wollte ich nur mal sagen. Der Anhänger oder der arme Kleine? Der arme Kleine. Naja, gut. Hängt doch gar nicht. Der wird gleich wieder Boden unter die Füße kriegen, wenn du ihn abkuppelst. Ist aber jetzt egal, wir vorne oder hinten dran machen, ne? Naja, so wie Toledo gesagt hat, macht schon Sinn, ne? Vorne den Mulcher, hinten den Tiefenlockerer. Ja, aber wenn wir das zusammen machen, ist das schwierig. Nee, wir haben beides. Hier. Hallo, jetzt stell dich doch mal nicht so an. Na, richtig, im Gegensatz zu dir. Ja, ja. Wir haben beides Mulcher, doppelt, wir haben oder nicht? Tiefenlockerer. Ich glaub schon. Also, wir müssten auch zwei. Ich bin gerade betriebsblind, muss ich sagen. So, warte. Also, Traumtechnik, sind die unter Traumtechnik? Nee. Guck doch mal, wir haben zweimal den Mulcher. Doch, das funktioniert. Ja, den Mulcher habe ich sogar gesehen. Ah, den Tiefenlockerer haben wir nur einmal. Ja, guck. Ja. Aha. Ja, ist ja gut. Den haben wir nur einmal. Müssen die noch zurück? Warte, dann guck doch mal, müssen die jetzt schon zurückgeschnitten werden oder erst im Frühjahr? Ich bin mir immer nicht sicher. Weiß nicht. Ich auch nicht. Ich kenne den Traum nicht aus. Ja, ich auch nicht so ganz. Guckt uns doch mal, das haben wir auf jeden Fall auch noch am Hof stehen. Ja, ich schau grad, wo das. Ui. Traum und Oliven. Traum und Oliven? Guckst du jetzt in die Hefedatei? Die Traumreben nach der Ente mit Laubschneider zu beschneiden, um sie für die nächste Saison vorzubereiten, zu neu wachsen können. Alter, Kleiner, nicht dein Ernst, Junge. Kann doch auch den Flug nehmen, oder? Für die Trauben. Nicht? Nimm doch ein Schwert. Ja, kannst du zur Not auch. Ja, doch, ja, das denke ich dir auf jeden Fall. Gerade ein bisschen nervig. Jedes Mal, wenn ich einen Tempomaten starten will, stellt der einen Helfer ein. Noch was anderes außer Traum? Doppelbelegung. Das sollte den Tiefenlockerer und dann kommen Feinde mir her. Welcher ist das denn? Der gelbe da oder was? Der gelbe. Ey, denkt dran, wenn ihr an die Trauben ballert, ne, dann gibt's Ernteverlust. Ne? Ich möchte keine Trauben machen. Ich mach was anderes, nimm den Tiefenlockerer mit. Was mit dir? Das kommt ran auf den Meter. Häng das Ding an. Astra, willst du hier oben auf der 16 sehen? Kann ich da was kaputt machen? Nö. Ich krieg das hin. Gut, der Kleine ist hier, das ist sein Risiko. Was macht Uwe dann? Bin ausgestiegen. Uwe ist schnell weg. Zum Hof springen. Jetzt. Boah, jetzt gibt's keinen Helfer mehr. Ich brauche. Guck mal, ich brauche erstmal den hier. So, zur neuen habt ihr gesagt, ne? Yep. Das ist die Sehmaschine. Ja, sieht's aus. Hi. Jetzt moin. Warte, ich bin gleich weg. Ja, ich muss den Motor noch anmachen. Ja, Paul? Alles gut, ich hab Zeit.
Hast du jetzt echt den Mainz, den du runtergeholt hast, nicht in die Schweinefutterproduktion geschmissen? Ich hab Sonnenblumen runtergeholt, den wieder reingeschmissen. Ach, Sonnenblumen. Oh, okay. Mann. Sonnenblumen waren's. Ja, okay. War die auf der 9 schon fertig? Ja. Wenn du überlegst, 16 schon halb fertig ist? Bald du denn so langsam? Aber hat er doch genau die gleiche Arbeitsbreite wie die beiden Seemaschinen, also ich auch nicht. Ich glaube, Toledo macht zu viel Pause zwischendurch. Gar nicht. Ich fahre halt aber auch nur 11, 12. Ja, ja, immer nur Mimimi. Mach dir gleich Mimimi. Das ist ja der Richtige. Ja, deswegen darf ich das ja sagen. Mir ist kalt, ich hätte gern was drin. Ja. Hör mal, als hättet ihr alle draußen sitzen wollen. Ich fand's auch in der offenen Tür jetzt nicht so geil. Nee, das war auch echt beschissen. Da hat er mich richtig verarscht, der Kellner. Ist richtig. Aber war halt ein Versuch wert, ne? Ja, man kann hier nichts mulchen. Hä, wenn ich tieflockere. Der Fug? Der Fug? Funktioniert nicht. Ja, doch, also der Start ist auf jeden Fall weg, okay. Das ist die Hauptsache, dass der Status weg ist. So. Also ich führe jetzt nochmal ein bisschen die Schweinefutterproduktion, ne? Schweinefutter brauchen wir eh. Dann passt das. Aber... Nur mal so unter uns Gebetsschwestern, ne? Wir wissen ja schon, auf welche neue Karte es geht und wir wissen ja, dass die eine Limitation hat. Mhm. Macht es Sinn? Nein. Okay. Nee, dann nicht. Dann ist okay. Paul hat entschieden, nein, dann... Führ deinen Gedanken doch erstmal aus. Naja, also... Da sagen wir einfach, vielleicht machen die Arbeit, die Paul gerade macht, nicht wirklich Sinn, aber es ist natürlich eine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme, was ich auch sehr gut finde. Aber man könnte das Equipment vielleicht durchtauschen oder zum Händler bringen. Soll ich das zum Händler bringen? Ja, das weiß ich nicht, das ist jetzt die Frage. Wolltest du den Umzug schon mal vorbereiten? Das könnte man halt so machen, ne? Man könnte so alles peu à peu zum Händler bringen, was wir nicht mehr benötigen und veräußern. So, ich dachte, du wolltest es mit dem Tieflader auf die neue Karte bringen. Ja, das aber nicht alles. Das Problem ist, wir können leider nicht alles mitnehmen. Kennst du auf der Rostock oder aus dem Landkreis Rostock? Da gibt's halt einfach keine anerkannten Winzer oder sowas, weil die da einfach nicht den Boden für haben, weißt du? Ach so. Die sind da eher bekannt für ihr gutes Olivenöl, weshalb es halt nichts bringt, mit einem Traubenvollernter zu kommen, wenn du Oliven pressen willst. Ach so. Wenn du oft genug drüber fährst und die auch gepresst. Ja, aber das ist grundsätzlich richtig. Das stimmt. Absolut, das ist absolut. Man muss nur pragmatisch sein, alles gut. Aber da kriegen wir immer Ärger mit der Berufsgenossenschaft und der Qualitätskontrolle und wer nicht alles Mann. Immer noch kommt. Ne? Du kriegst ja den Ärger als Chef, nicht wir. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, Asta, du wirst zur Vorarbeiterin ernannt? Und damit stehst du neben mir quasi mit einem halben Fuß dann... Vor dir. Das stimmt nicht. Jetzt sei nicht so, Toledo. Bei uns ist das so. Grundsätzlich gilt in Deutschland mal erstmal die Unternehmerhaftung. Bei uns auch im Betrieb ist das so. Ja. Toledo, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du manchmal echt ein Korinthenkacker bist? Ja. Hier täglich, mehrmals. Bei uns im Unternehmen, im Hof-Neumann-Unternehmen ist das so. Ah ja. Es ist unternehmerisch so gewollt und festgeschrieben in unserer nicht existenten Satzung. Vorarbeiter übernimmt auch Haftungsbelange hier oder so. Auch für die Eier, die wir nicht haben. Ich kann dir auch sagen, ich arbeite in einem Großkonzern, ja, und dann... wenn was passiert, der unteren Schicht passiert noch gar nichts.
Und dann die erste Managerebene und die zweite Managerebene sind die ersten, die gehen. Wenn irgendwas passiert. Und erst dann geht die Haftung immer weiter nach oben, weil die Köpfe rollen in den untersten Ebenen und dann immer weiter oben. Ja, ja. Ja, immer. Wobei ich in meinem Beruf tatsächlich eine Situation habe, wo ich tatsächlich mit einem Bein im Gefängnis stehe. Echt? Mhm. Ich unterschreibe, wenn ich Inbetriebnahmen mache, eine CE-Erklärung. Ja. Und wenn ich die unterschreibe, bin ich auch haftbar. Ah, echt? Okay. Mhm. Ja, das habe ich auch, aber wenn wirklich die großen Shit-Sachen passieren und das Böse eskaliert, auch wenn ich nichts dafür kann, bin ich dann erstmal raus und dann rollt die untere Management-Ebene. Aber alles, was meine Unterschrift zu verantworten hat, bin auch ich immer der erste Ansprechpartner. Das ist aber tatsächlich auch erstmal überall so. Aber bei mir ist tatsächlich so, ich habe eine Schulung gehabt. Also ich erstelle die CE-Erklärung nicht, aber ich prüfe sie auf Richtigkeit und Gültigkeit. Und bin damit als letzte prüfende Instanz der Erste, der vom Staatsanwalt befragt wird. Ah, okay. Was da passiert sei. Genau, weil da geht es dann darum, dass Anlagen gemäß Planung und Layout aufgebaut wurden. Mhm. Und wenn ich das bescheinige und dem war nicht so, dann bin ich dran. Ah, okay. Muss ich noch nie machen, mich nie mit auseinandersetzen, muss ich gestehen. Ja, also jetzt zum Beispiel, ich bescheinige, die Anlage ist personensicher, weil darum geht es bei der Prüfung, Personensicherheit, nicht Anlagensicherheit, Personensicherheit. Und da ist aber ein Loch, wo einer durchkrabbeln kann. Und derjenige krabbelt da durch und wird von dem Roboter erschlagen und stirbt. Dann ist das in meinem Fall der Tatvorwurf fahrlässige Tötung. Ah, okay. Gut, aber wollen wir mal nicht hoffen, dass du so eine Stahlplatte vergessen hast oder whatever, dass da einer durchkrabbeln kann? Nee, also wenn ich das unterschreiben muss, dann ist das natürlich sicher. Also ich würde nie auf den Trichter kommen, irgendwas schön zu schreiben, nur damit ich das Papier unterschreiben kann. Ja, ja, ist richtig. Macht ja keinen Sinn. Das ja, wird das auch immer alles mit Fotos dokumentiert, dass wenn der Endkunde zum Beispiel dann irgendwo ein Blech abgebaut hat, dass wir dann sagen können, Moment, bei der Prüfung war aber alles dran. Wenn ihr das abbaut, euer Problem. Ja. Auch ich aber war, ne? Muss man mittlerweile ja der alles dokumentieren. Der Hardy-Tank war da auch von der Weinbergspritze? Entschuldigung, was? Der Hardy-Tank war da auch von der Weinbergspritze? Warum kommt hier jetzt gerade eine Seemaschine? Der Hardy-Tank? Hä? Ich muss mal abholen. Nee, das war der Fronttank von unserer Feldspritze, aber... Okay, dann bleibt die. Ja, der hat den Dünger ausgeladen und ist mir gerade wieder eingefallen, dass der hier noch irgendwo rumsteht. Soll ich noch weiter die Schweinefutterproduktion füllen, weil ich eh gerade so im Cruisen bin, oder? Dann reicht jetzt noch erst ein bisschen. Mal. Mach voll, das Schweinefutter nehmen wir mit. Ja, natürlich, gut. Sie wird ja nur bedingt noch Ticks jetzt verarbeiten, oder sie wird das nicht mehr alles verarbeiten können, aber... Ja, aber das packen wir später alles in diverse Trailer und dann wird das mitgenommen. Ja, die Schweine haben ja auch direkt Hunger nach dem Umzug, ne? Schweine brauchen zwischendurch schon was. Willst du deinen Mann etwa auch hungern lassen, wenn er ein paar Stunden hinten auf dem Trailer sitzt? Ja. Oh ja, so ein Sorghum hier, so Zuckerrüben-Kartoffel-Gemisch, das finde ich schon echt lecker. Ich sag mal, eine heftige Niebuhrsertränke. Bei Veganern brauchst du eine Müsli-Schüssel, dann ist es eine Bowl. Ja, aber nachher geht ihm die Müsli-Schüssel kaputt und ein Tier verletzt sich am Nagel. Genau, das ist dann eine vegane Getreide-Rüben-Bowl to go. Aber Uwe, eigentlich esse ich sowas ja nicht, weil ich kann ja nicht meinem Essen das Essen wegessen. Weil wenn ich das esse, dann wird das Schwein nicht fett, dann gibt's kein Schnitzel. Hat das so ein Schwein an Nagen, das ist ja kein Problem. Wo kommt denn die Seemaschine hin? Ich nehm mir einfach einen Sparschäler mit und kann mir aus dem Bauch direkt Bacon schneiden und auf dem Motor grillen, oder wie? Ja, nur am Motor kommst du nicht. Was? Jetzt erinnerst du mich an was, ich habe gestern extra noch Bacon gekauft, weil es heute Abend Burger gibt. Jetzt war ich aber so im Stress, ich habe den Bacon im Kühlschrank liegen lassen und habe meinen Burger ohne Bacon gegessen. Scheiße.
Oh. Was machen wir jetzt? Naja, machst du nochmal so Burger machen. Also entweder nochmal Burger-Mode. Wo du Platz findest, irgendwo hinten hin unter das in die Schüttgut-Halle. Achso, wir haben jetzt Platz da, wo das Traubenzeug war, ne? Ja, oder dahin kannst du sie auch hinstellen. Hi. Haben wir hier nicht zu matschen? Der Vollender hat auch echt noch Geld gebracht, ne? Den hatte Flo verkauft für 143, ne? Ja. Das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, die Passer legen technisch auch echt super rein. Ja, guckt wahrscheinlich nur so 80% der Deichsel raus oder so. Ich kann ja quer da reinfahren, ich hab Platz. Na gut. Denk dran, wir müssen die da demnächst wieder rausbekommen, ne? Und du musst mithelfen. Was? Was? Da kann ich nicht an dem Tag. Achso! Hast du Urlaub eingereicht, ne? Ja. Ja, ich merke schon. Mitgehangen, Urlaub ist abgelehnt, Astra. Gibt's nicht. Betriebswirtschaftliche Gründe konnten wir absagen. Genau. So, während das Küken jetzt hier kommt und gleich seine Sämaschine auch nochmal hier irgendwo hin platziert, beziehungsweise das Saatgut, den Dünger, sind wir aber für heute auch schon wieder fertig, liebe Lotte. Wie immer, vielen, vielen Dank. Hallo, gehst du bitte vom Johnny fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne einen Däumchen nach oben da lassen. Weiter geht's am Montag. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Jo, ciao.